Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen wieder zurück auf meinem YouTube-Kanal. Heute mal wieder seit sehr langer Zeit wieder ein YouTube-Video. Ich habe mir vor kurzem einen neuen Rechner gekauft, also so Mitte Dezember, wir haben jetzt Mitte Januar und werde jetzt das erste YouTube-Video mit dem Rechner machen. Wie ihr unschwer erkennen könnt, kann ich endlich auf diesem Computer wieder Minecraft spielen, was sehr angenehm ist. Und zum Anlass habe ich in meinem letzten Stream Link ist in der Videobeschreibung von meinem Twitch-Channel. Mir alte Minecraft-Welten angeguckt und bin dann auf eine Welt gestoßen, die ich mir bewusst noch nicht angeguckt habe. Weil ich mir dachte, komm, da machst du eine Reaction drauf und guckst dir die Welt mal im Stream an. Weil ich mir die Welt, wie ihr hier unten sehen könnt, Gronkhs Let's Play Welt. Ich habe mir, also Gronkh hat ja mehrere, ich glaube, 1000, ich glaube, er hat 2000 oder 1000 Videos gemacht dazu, zu dieser Minecraft-Dings, ne? Ich glaube, 1000 waren es. Ich habe mir immer mal so stückchenweise ein paar Videos angeguckt und habe mir diese Welt noch nie ganz angeguckt. Und wie ihr sehen könnt, das letzte Mal betreten habe ich diese Welt am 10.08.2013. Das heißt, wir werden jetzt mal locker flockig in diese Welt starten. Oh nein, nicht bearbeiten, das war falsch. Wir werden jetzt mal locker flockig in diese Welt starten und werden uns diese Welt jetzt mal in dem YouTube-Video komplett angucken. Ich habe sie mir selber noch nicht, also selber noch gar nicht wirklich angeguckt und bin jetzt mal gespannt. Dachte mich auch, ich mache ein YouTube-Video draus, werde gleich auch im Zuschauermodus gehen, werde da ein bisschen rumfliegen, mir mal ein paar Sachen angucken. Weil ich habe halt von einigen YouTube-Videos von Gronkh halt schon gesehen, dass der halt unglaublich breit gebaut hat. Und ich muss, glaube ich, auch sagen, zu meiner Schande, ich spiele seit, glaube ich, jetzt knapp 10 Jahren Minecraft. Und Gronkh war 2013 schon viel weiter, als ich jetzt bin, was ein bisschen peinlich ist. Aber gut, so ist es nun mal. Es gibt Schlimmeres. Ja, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen warten. Ich bin auch mal echt gespannt. Es gab ja so ein paar Sachen, die ich in seinem Stream oder in seinen Videos mal gesehen habe. Bin ich schon? Ne, ich bin nicht im Zuschauermodus, ich bin im Dingsmodus. Zack. Es gibt in seinen YouTube-Videos einige Sachen, die ich gesehen habe, wo ich sagte, hätte ich nicht so gemacht. Wir machen die Musik mal ganz leise auf. Hier, meine Lieblingszahl. Fertig und zurück zum Spiel. Wo ich für mich schon sagte, nee, da kippt mein Autismus, also da kippt meine Zwanghaftigkeit rein. Könnte ich nicht so bauen. Wir werden auch nicht spezifisch in die Kisten gucken, außer ihr wollt das, dann kann ich ja hier immer noch in den Kreativmodus wechseln. Aber die Kisten sind hier zum Beispiel leer, da sind nur Eier drin. So, fangen wir doch mal an. Ich glaube, das ist sogar das Starthäuschen von ihm gewesen. Ich habe mir, also die Videos habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen und ich habe mein Wissen auch bewusst nicht aufgefrischt. Aber gucken wir uns das doch mal an. Okay, die Bilder und so sind jetzt alle so gezielt auf dem Texture Pack, was ich spiele, ne? Aber allein schon das hier, ne? Sieht schon schick aus. Gucken wir mal weiter. Hier oben ist nichts. Es ist halt schön, dass es diesen Zuschauermodus gibt, wo man einfach überall durchfliegen kann. Erde, Holz, okay. Ich hätte tatsächlich vielleicht auch mal Bock, mit so drei, vier ausgewählten Leuten diese Let's Play-Welt von Gronkh einfach zu nehmen, auf den Server zu packen und diese einfach mal weiterzuspielen. Wäre vielleicht auch ganz cool. Die Idee mit den Seerosen ist ja auch geil, ne? Dann fällt sie nicht immer ins Wasser und musst du mal raushüpfen und machst dann deine Felder kaputt. Aber ich muss sagen, als Starterhäuschen, ne? Okay, hier ist der Baum irgendwie komisch. Nicht am Abbauen. Die hat was selber gebaut. So viele verschiedene Baumelemente wieder drin sind. Okay. Aber ich finde so als Starter-Map, ne? Finde ich, also beziehungsweise als Start-Base, finde ich die unglaublich geil. Die ist unglaublich gut. Wirklich, hat was. So, dann fangen wir mal an, dass wir mal hier unten. Hier ist ja, glaube ich, noch nicht ganz fertig geworden, aber da geht's rein. Bin mal gespannt. Okay, hier ist nur so ein kleines Löchlein. Ja, hier zum Beispiel. Das sind so Sachen, ich hätte die alle ausgehöhlt, ne? Ich brauche die Erde.
Ah, okay. Ach, die hat er selber ausgehöhlt, damit er das hat. Vor allem hier auch dieser. Ach, hier unten ist ein Crafting Table drin. Ja, hat er angefangen zu bauen, aber nicht weitergemacht. Ich weiß doch tatsächlich nicht, ob, an welchem Stand diese Welt ist, muss ich dazu sagen. Okay, dann fliegen wir erstmal hier rüber, weil ich weiß nicht, in welcher Folge diese Welt ist. Also, beziehungsweise welche Folge. Zu welcher Folge oder welche Folge diese Stand, dieser Stand, dieser Map hat. Ja, ganz normale Hühnerfarm, wie man sie halt kennt, ne? Hier geht's runter. Oh, hier hat er beide Farmen zusammenlaufen lassen. So dass er hier quasi. Ah, hier kriegt er Chicken und. Ja, wieso kriegt er. Wie kriegt, zur Hölle kriegt er da beides raus? Die Hühner droppen doch nur Eier und die Eier plumpsen hier durch und rutschen dann hier runter. Aber gut. Jo, hier hat er noch ein Weizenfeld gemacht, so standardmäßig, wie man es kennt. Hier wohl eine kleine Baumfarm. Schon, das sieht auch cool aus. Betreten wir mal die heiligen Hallen. Hier geht's runter. Gucken wir erstmal oben nach. Hat er den Wald hier selber angelegt? Müsste er tatsächlich. Ja, müsste er selber angelegt haben. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Ja, da habe ich mal eine Glotze gebaut, ne? Mega. Hier einen kleinen Tisch mit einem Minibaum, der auch nicht wachsen wird. Oh, es geht noch höher. Hier oben ist noch Leerfläche. Gehen wir mal tiefer. Ah, hier unten war er noch nicht ganz fertig, ne? Wenn wir noch tiefer fahren. Alter! Das hat ja alles schon ausgeleuchtet. Dann hat er das Spawner gefunden. Man muss dazu sagen, Spiel, ich habe die Welt auf die 1.18 geupdatet. Weil ich halt mit der 1.18 spiele und ja das glücklicherweise Minecraft das ja jetzt so gemacht hat, dass man die Welten auch alle updaten kann. Geht's hier noch weiter runter? Ne, hier geht's nicht weiter runter. Gucken wir uns mal das Häuschen hier oben an. Weil ich glaube, der Stand, den ich da habe, der ist, glaube ich, noch relativ weit hinten. Weil hier ist nicht, also hier ist ja gefühlt kaum was bis gar nichts gebaut. Okay, von hier kommen wir gerade. Hier ist noch ein bisschen Licht, da ist noch was gebaut. Ich sollte mich mal vielleicht nicht so irren. Hier lang ist nichts mehr gebaut. Hier oben ist leider auch nichts mehr gebaut. Okay, dann starten wir erstmal hier hin. Was hat er denn hier gemacht? Und hier wird er ein Baumhaus gebaut haben. Auch nicht schlecht. Habe ich auch schon mehrfach gebaut. Ich glaube, die Baumhäuser, die ich mal gebaut habe, sind von solchen Baumhäusern, die ich bei ihm hier gesehen habe, inspiriert gewesen. Weil du halt einen Baum super geil in die Landschaft integrieren kannst. Wenn du nicht halt Hunderttausende von Fackeln und alles reinsetzt. Und es halt mega heftig nach draußen strahlt. Aber das hat schon was, das hat schon was. So. Hier ist. Ich finde, das sieht aus, als hätte er hier bewusst eine Treppe gebaut. Ja. Aus Sand. Dann kommst du hier rein. Was haben wir hier? Kammer des Todes. Kammer des Todes, okay. Weil du hier direkt in die Lava fällst, oder was? Ich glaube, deswegen dürfte das die Kammer des Todes sein. So, dann hier war Kammer des Todes. Hat er sich hier runtergebaut ein bisschen. Er hat halt riesen Flächen einfach ausgehöhlt, ne? Beziehungsweise glaube ich auch, dass das schon großteils so war und er es nur verschönert hat. Was haben wir hier? Ach, krass. Wo ist das denn? Ist das der Leuchtturm, der oben stand? Er hat hier einen Spinnspawner gebaut, der ein bisschen oberflächlich war. Ach, wie viel Glück kannst du denn bitte haben? Heftig. Der hier oben einfach einen Spinnspawner gefunden.
Oder wollte ich hier noch ein etwas größeres Ding draus machen? Dass ich hier so eine. Der hat halt überall Spots gebaut, wo er auch wieder locker flockig von rauskommt, ne? Das ist schon geil. Ich müsste, glaube ich, mal ein YouTube-Video machen, wie ertragreich die alten. Wie ertragreich die alten. Na? Fallen und so noch sind, ob die überhaupt noch zeitgemäß sind. Aber das ist schon mal cool. Da war jetzt halt der Spot mit der Spinne. Hier ist nichts. Hier hat er sich Schneemänner gebaut. Ich mal überlege, Gronkh hat einfach in einer Welt, ich meine, klar, er hat die mehrere tausend Stunden gespielt, gefühlt. Hat aber in dieser einen Welt schon wesentlich mehr gebaut als ich in, glaube ich, all meinen Welten zusammen, wenn ich die ganzen Mods mit rausnehme, wo man dann ja Items hat, die für einen bauen. Ja, mal gespannt, was hat denn hier so in den Kisten? Weil die Kisten sind alle leer. Also muss die Welt, die ich hier habe, noch relativ vom Anfang sein. Müsste die Welt tatsächlich relativ vom Anfang sein. So, das haben wir. Jo, hat er hier hinten einfach abgetragen? Jo, hat er wirklich. Krasser Dude. Oder ist das so generiert? Das könnte natürlich auch sein. Er ist halt immer so ein bisschen das Problem bei denen. Wahrscheinlich ist das alles neu generiert, weil er hier noch nicht gewesen ist. Das sieht danach aus, als wenn er das abgebaut hätte. Und das sieht aus, als wenn das alles neu generiert wäre. Gucken wir uns mal den Leuchtturm an. Ach, ich habe den mit Lava oben gebaut. Das ist ja auch geil. War das nicht die. Gab es nicht auch eine Folge von ihm, wo in sein Wollehaus oben ein Blitz eingeschlagen ist und die ganze Kacke abgebrannt ist? Ich glaube, an so eine Folge kann ich mich tatsächlich erinnern. Mit meinem alten Rentnerhirn. Okay, der Leuchtturm hat jetzt auch nicht viel. Der ist jetzt. Sieht unheimlich geil aus, auch mit Terraforming und so. Echt cool gemacht. Auf jeden Fall hübscher als die Leuchttürme, die ich gebaut habe. Aber ich glaube, das ist tatsächlich noch eine relativ starke Anfangswelt. Weil er noch nicht so viel gebaut hat. Und die Welten, die ich noch im Kopf habe, hatte er ja schon ein relativ großes Schienensystem gebaut. Deswegen bin ich mal gespannt. Aber ich lasse tatsächlich euch abstimmen. Weil jetzt gibt es hier leider nichts mehr zu gucken und ich müsste mich tatsächlich mal erkundigen, wie das aussieht, ob das eine andere Welt noch gibt von ihm. Beziehungsweise muss es ja, weil das kann ja nicht alles gewesen sein. Er hat ja keine 1000 Folgen nur das hier gebaut. Das wäre ein bisschen lame. Hat er pro 100 Folgen ein so ein Areal gebaut. Aber das passt auch nicht. Da fehlt noch einiges. Deswegen würde ich spontan behaupten. Oh, das sieht auch geil aus hier. Das kann man auch mal gut machen. Oh, hier führt noch ein Weg lang. Dahin. Ah, der führt zum Baumhaus. Der führt hier noch einen Weg lang. Ah, okay, das ist auch nicht fertig gebaut. Ich würde spontan mal sagen, wenn euch das so weitestgehend gefallen hat und ich mal auf die komplette Minecraft-Gronkh-Welt reagieren soll, gebt mir einfach mal ein Feedback in den Kommentaren. Gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert mich und schreibt mir mal, ob ihr da Bock hättet, dass ich mal auch auf die richtige, komplette Let's Play-Welt von ihm reagiere. Dann mache ich da so einen 2-3-Teiler draus. Oder ob ihr vielleicht wollt, dass ich auf andere Welten, die ihr mir vielleicht einschickt, also bin ich auch auf jeden Fall sehr offen für, dann würde ich da auch eine E-Mail-Adresse für erstellen, damit ihr mir eure Welten schicken könnt oder bei Discord. Dann würde ich mit ihm auch mal angucken, weil da habe ich richtig Bock drauf, weil ich so auch neue Inspirationen für meine eigenen Welten kriege. Deswegen würde ich spontan behaupten, es war sehr schön mit euch und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Cheerio!